Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Das ist das erste von 4 Videos zur Umsetzung der EU-Hinweisgeber-Richtlinie. In den nächsten Videos, das wird eine Serie sein, die sollen ungefähr 5 Minuten lang sein, stelle ich die Hinweisgeberschutzrichtlinie der EU dar. In dem Video geht es um die Rechtsgrundlage, also die Richtlinie der EU 2019/1937. Was muss getan werden, um sie umzusetzen durch die Unternehmen? Das ist die Hauptfrage. Aber um zu verstehen, womit wir es zu tun haben, möchte ich verschiedene Blickwinkel einnehmen. Der erste Blickwinkel, den ich einnehmen möchte, ist der des Gesetzgebers. Die EU-Kommission geht halt davon aus, dass das Unionsrecht die Richtlinien Vorgaben geben, die im nationalen Recht umzusetzen sind. Aber was das nationale Recht dann aus der Vorgabe macht, da gibt es einen breiten Spielraum. Das nationale Recht kann Verstöße als Ordnungswidrigkeit betrachten oder als Straftat, vielleicht aber auch nur mit einem Schadensersatz belegen. Und die EU-Kommission sagt, dass auf diese Art und Weise die Mitgliedstaaten letztlich in der Hand haben, wie stark wichtige Gemeinschaftsinteressen, Gemeinwohlinteressen durchgesetzt werden. Wie geht die EU das Problem an? Die EU setzt gewissermaßen auf die Mitarbeit von Bürgern, von interessierten Bürgern an der Umsetzung der EU-Vorgaben. Durch die Whistleblower-Richtlinie, und das ist das ausdrückliche Ziel der EU-Kommission, ist Druck auf die nationale Rechtsdurchsetzung auszuüben und das, indem Hinweisgeber vor Repressalien geschützt werden und private Unternehmen, aber auch öffentliche Stellen zur Einrichtung interner Whistleblower-Kanäle verpflichtet werden. Und diese interessierten Bürger haben dann 3 Möglichkeiten. Sie können einerseits eine interne Meldung abgeben, also praktisch bei dem Unternehmen oder bei der Behörde, das gegen EU-Recht verstößt, intern Hinweise auf Missstände geben. Oder, zweite Möglichkeit, und die steht parallel neben dem internen Whistleblowing, das ist die Meldung an eine von den jeweiligen Ländern gesondert eingerichtete zuständige Behörde. In Deutschland ist im Gespräch, den Bundesbeauftragten für Datenschutz als diese Whistleblowing-Behörde auf Bundesebene einzusetzen. Und die Länder werden wahrscheinlich in ihrem Zuständigkeitsbereich auch zentrale Whistleblowing-Behörden einrichten. Dasselbe wird für Gemeinden gelten. Und die dritte Möglichkeit, die ein Whistleblower hat, ist der Gang an die Öffentlichkeit, ist eben die Presse einzuschalten, so wie vor kurzem im Wirecard-Skandal. Die Umsetzungsfrist für die EU-Whistleblower-Richtlinie läuft am 17. Dezember diesen Jahres aus. Die alte Bundesregierung hatte Ende 2020 einen Referentenentwurf vorgelegt. Man konnte sich aber vor der Wahl letztlich nicht darauf einigen, ob der so gesetzt werden würde. Und die neue Regierung, die sich jetzt gerade bildet, die wird vermutlich keine Zeit haben, die Frist 17.12. diesen Jahres einzuhalten. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass wir eine gesetzliche Grundlage haben. Und das bedeutet dann für die Unternehmen, dass die in der EU-Richtlinie vorgesehene Frist zur Umsetzung, also zur Einrichtung der Hinweisgeberstellen, dass diese Frist letztlich für die Unternehmen erstmal unbeachtlich ist. Denn es gibt ja keine direkte Wirkung von EU-Richtlinien gegenüber Privaten. Aber ich muss gleich ein wenig Wasser in den Wein gießen. Die Richtlinie, ich hatte es ja eben erklärt, gewährt ja dem Bürger einen Anspruch gegen den Staat, dass er keinen Repressionen ausgesetzt sein darf aufgrund von Whistleblowing.
Das heißt also, dass wenn ab 17.12. diesen Jahres ein Hinweisgeber auf Missstände aufmerksam macht, dann muss der Staat ihn schützen. Und zwar auch vor Repressionen durch den Arbeitgeber. Und das bedeutet aus meiner Sicht rein faktisch, dass die im deutschen Gesetz vorgesehen, Umsetzungsgesetz vorgesehene Beweislastumkehr, nämlich dass wenn ein Whistleblower auf etwas hingewiesen hat und er hat eine arbeitsrechtliche Benachteiligung erfahren, dass das vermutlich auf das Whistleblowing zurückzuführen ist und verboten werden muss. Insofern gehe ich auch davon aus, dass die Arbeitsgerichte im Wege einer richtlinienkonformen Auslegung des deutschen bestehenden Rechts Whistleblower ab dem 17.12. diesen Jahres schützen werden. So viel also zur Rechtslage. Im nächsten Video, das in einer Woche herauskommt, will ich Whistleblowing aus der Sicht des Hinweisgebers betrachten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und schaltet auf jeden Fall in einer Woche wieder rein, wenn es um die Sicht des Whistleblowers geht.